Herr Professor Lakomek, derzeit wird intensiv an einer neuen Versorgungsstruktur für zehntausende Rheumapatienten gearbeitet. Was genau ist geplant? Wir sind dabei, eine neue Versorgungsform zu starten. Das ist die ambulante spezialfachärztliche Versorgung. Hier gibt es ein Vorläufermodell seit 10 Jahren an 49 Krankenhäusern in Deutschland, wo wir eben aus dem Krankenhaus heraus ambulant die Patienten mit Rheuma mitversorgen und wir in dem großen Vorteil sind, interdisziplinär die Patienten zu sehen mit verschiedenen Fachdisziplinen des eigenen Krankenhauses. Dieses Modell hat sich sehr bewährt und ist seit 2012 in ein neues Gesetz hineingegeben worden, was eben dann ermöglichen soll, dass auch die Vertragsärzte, also die niedergelassenen Kollegen, an der Versorgung teilnehmen sollen. Und da sind wir auf einem guten Weg und das wird sicherlich viel mehr Patienten die Möglichkeit geben, den Facharzt für Rheumatologie direkt mit dem Hausarztüberweisung anzusteuern. Können Sie uns erklären, wie diese neuen ASV genannten Einrichtungen dann funktionieren sollen? Das Gesetz hat hier einen Rahmen, eine Richtlinie ermöglicht und diese Richtlinie bedeutet, dass wir über den Vertragsarzt oder über das Krankenhaus, was ambulant tätig ist, ein Kernteam gründen. In diesem Kernteam wird eben der Teamleiter der Facharzt für Rheumatologie sein. Es wird dazu eben ein Nephrologe dazugeordnet, ein Dermatologe, ein Pneumologe und auch ein Rheuma-Orthopäde. Und dieses Kernteam hat die Möglichkeit, Patienten gemeinsam zu versorgen und im Bedarfsfall weitere Fachdisziplinen dazuzuordnen, per Überweisungsschein, zum Beispiel den Kardiologen. Was sind weitere entscheidende Vorteile dieser Struktur? Diese Struktur hat ganz entscheidende Vorteile. Wir haben gerade im Gesundheitswesen eine gewisse Revolution hinsichtlich Behandlungsqualität zu verbessern und die ASV ist dafür ein ganz wichtiger Baustein. Das heißt, wir haben diese ASV in der Möglichkeit, mehr Spezialisten am Patienten wirken zu lassen. Wir haben den Vorteil der Interdisziplinarität. Unsere Patienten sind nicht nur rheumakrank, sondern sie haben auch oftmals andere Diagnosen dazu, wie Diabetes oder Osteoporose. Das kann dann eben mit behandelt werden, mit versorgt werden. Und wir haben eben natürlich auch Erkrankungen, wo Organsysteme wie Lunge oder Niere betroffen sind oder Haut. Und hier werden eben die entsprechenden Spezialisten mit in der Versorgung direkt eingebunden, zum Beispiel im Kernteam. Das heißt also, wir haben hier mehr Qualität in der Versorgung, für die Patienten mehr Möglichkeit, sie zu sehen. Ich gehe davon aus, wenn alle Vertragsärzte mitmachen oder ein großer Teil und mehr Krankenhausambulanzen mitmachen, dass wir doch nahe 100.000 neue Termine pro Quartal für die Rheumatologie in Deutschland ermöglichen. 100.000 mehr? Wo kommt denn das Geld dafür her? Die ASV wird finanziert von den Kostenträgern, von den Krankenkassen. Und das bedeutet für die Vertragsärzte, dass sie extra budgetär vergütet werden und damit auch neue Möglichkeiten haben, hier Patienten zu versorgen, was im gedeckelten kassenärztlichen System so nicht einfach möglich wäre. Der zweite Punkt ist, dass eben mit der ASV-Gesetzgebung in allen Bundesländern in Deutschland die Krankenhäuser in die Versorgung eingebunden werden sollen, da wo Rheumatologien sind. Und eben auch diese Ambulanzen werden von den Kostenträgern, von den Krankenkassen bezahlt. Die Krankenhäuser haben auch einen Vorteil, weil sie sich öffnen und weil sie eben darauf aufmerksam machen. Wir haben eben hier eine stationäre Einrichtung, die eben aber auch ambulant mit tätig ist. Das heißt, auch die Durchlässigkeit zwischen ambulant und stationär wird größer. Die ambulante spezialärztliche Versorgung, eine neue gesetzliche Möglichkeit, ist geschaffen worden, um eben sektorübergreifend tätig zu sein. Das heißt, dass der Krankenhausarzt nicht nur im Krankenhaus arbeitet, sondern auch ambulant arbeitet. Das Zweite, dass eben mehr Spezialisten in die Versorgung kommen und als Drittes eben auch mehr Behandlungsqualität. Wenn man zum Beispiel in der ambulanten spezialärztlichen Versorgung tätig ist, ist eigentlich es gefordert, noch enger mit der Deutschen Rheumaliga zusammenzuarbeiten oder anderen Patientenverbänden. Und es ist gefordert, eben auch Patientenschulung mit zu integrieren in die Versorgungsstruktur.
Wir sind im Zeitalter der Partizipation. Unsere Patienten sind für uns Co-Therapeuten. Wir arbeiten mit diesen Patienten sehr eng zusammen, aber sie brauchen auch Wissensstrukturen. Da arbeiten wir ganz aktiv daran. Gerade die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie hat aktuell mit der Deutschen Rheumaliga und mit dem Verband der Rheumatologischen Akutkliniken ein Patientenschulungsprogramm initiiert, was in 2018 ans Netz gehen wird. Das heißt, die schöne neue Rheuma-Welt soll es schon 2018 geben? Das ist sicher so und ich gehe davon aus, dass die ambulante spezialfachärztliche Versorgung sowohl für Vertragsärzte und weitere Einrichtungen an deutschen Rheumakliniken im Frühjahr 2018 startet. Vielen Dank.